Der Lavendel ist eine wunderbare Pflanze und das sage ich natürlich auch in einigen meiner Videos. Ist eine sehr wertvolle Permakulturpflanze, lockt sehr viele Bienen, Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge zum Beispiel an. Und man kann die auch als guter Mischkulturpartner zum Beispiel nutzen für Kohl zum Beispiel, weil der Geruch, den die Pflanze abgibt, also der Lavendel, der sorgt dafür, dass halt einige Tiere dann nicht unbedingt an eure Pflanzen rangehen, weil der Geruch zu stark oder zu irritierend für die Tierchen zum Beispiel sind, wie zum Beispiel der Kohlweißling. Der kann dann eventuell dann nicht bemerken, dass da eine Kohlpflanze in der Nähe ist aufgrund dieses Geruchs. Allerdings kann man mit dem Lavendel auch sehr viel weitere Sachen machen, zum Beispiel Haushaltsgegenstände oder Körperpflege oder solche Sachen aus den Blüten herstellen. Und darum dreht sich es halt heute auch in dem Video. Ich habe zum Beispiel was aus den Lavendelblüten gemacht, dazu später mehr. Aber jetzt im Ganzen mal allgemein, was kann man denn alles aus Lavendelblüten noch zusätzlich machen? Der Lavendel verströmt einen sehr einzigartigen Duft und ich mag es immer wieder gerne, wenn seit dem Juli der Lavendel blüht und ich immer an den Lavendel vorbeilaufe, ihn auch manchmal anfasse und dieser Duft, den finde ich sehr beruhigend, entspannend und ich mag ihn halt auch einfach. Und der hat auch natürlich sehr viele ätherische Öle, der Lavendel. Und das kann man sich auch dementsprechend in der Küche, in der Körperpflege auch zugute kommen lassen, auch wenn es bei dem Punkt Körperpflege eine ganz andere Sichtweise hat. Aber bevor man sich jetzt vielleicht chemische Sachen an die Haut tut oder an den Körper, kann man ja zum Beispiel den Lavendel nutzen, der jetzt auf pflanzlicher Basis ist, ohne Chemie oder ohne Gifte, auch vielleicht noch umweltschonender oder mitweltschonender, sage ich mal, also schon für die Natur, dass man den halt da in Sachen einbauen kann. Also man kann zum Beispiel aus dem Lavendel Essig machen, Tinkturen, Ölauszüge, Badesalz habe ich da auch gesehen, so Kosmetik. Man kann auch den zum Beispiel Lavendelbutter selber herstellen, Gewürzsalz mithilfe von Lavendel machen oder auch seine eigenen Speisen zu verfeinern, weil für viele ist es ja so, dass das Auge ja beim Essen mit isst und wenn da noch der Geruchssinn mit angeregt wird, also das Essen, da spielt ja der Geruchssinn eine wesentliche Rolle, dann lohnt es sich ja umso mehr nochmal den Lavendel zur Verzierung an euren Gerichten mit ranzumachen. Wie bereits erwähnt, verströmt der Lavendel einen wunderbaren und herrlichen Duft, der beruhigend und entspannend, zumindest jetzt bei mir, wirkt. Und das kann man sich natürlich auch zur Nutze machen, weil es auch bei Schlaflosigkeit zum Beispiel hilft. Der Lavendelduft hilft einfach nochmal, zusätzlich einen besseren Schlaf zu bekommen. Da kann man jetzt beispielsweise diese Lavendelblüten in größere Küssenbezüge einpacken. Hat zum Beispiel meine Mutter gemacht. Oder man kann sich halt sowas, wie ich jetzt gemacht habe, dass man sich die in so Lavendelsäckchen abpackt oder in eigenen kleinen Säckchen. Und die kann man dann zum Beispiel überall mit rumnehmen. Meine Nachbarn haben mich vor 2 Jahren zum Beispiel gefragt, ob ich für sie so Lavendelpäckchen machen kann, weil die sich die in den Kleiderschrank legen, weil dann die Kleidermotten zum Beispiel nicht mehr die von dem Duft zum Beispiel irritiert sind und dann auch von den Kleidern loslassen. Deswegen haben sie sowas sich einfach in ihren Kleiderschrank mit reingelegt. Und wie gesagt, weitere Tiere wie zum Beispiel Mücken mögen jetzt Lavendel auch nicht unbedingt wegen dem Geruch, Ameisen und so weiter und so fort. Die sind da jetzt nicht so angetan vom Geruch. Das kann man dafür sich nutzen. Man kann auch diese Säckchen auch sich zum Beispiel als Duftspender ins Auto hängen. Also überall, wo man halt zum Beispiel einen entspannten Raum haben möchte, zum Beispiel zur Meditation an seinem kleinen Tisch oder auf dem Boden hinlegen, damit man diesen Lavendelgeruch verströmen kann und den auch aufnehmen kann. Also überall da, wo man halt eine entspannte Runde haben möchte oder abschalten möchte, kann man da halt sich die Lavendelkissen hinlegen. Die habe ich so gemacht, dass ich den Lavendel bei einem Stiel, wo ich die zurückgeschnitten habe, die Blüten abgerissen habe oder beziehungsweise so runtergezogen habe und dann auf einen großen Karton ausgelegt habe und die da im Schatten bei der Wärme auch getrocknet gelassen habe, mit zusätzlichem Wind auch für 1-2 Tage, damit es auch nicht anfängt zu schimmern, wenn es da irgendwo Restfeuchtigkeit ist. Und dann habe ich die halt einfach hier abgepackt und wenn die dann mal aufhören zu riechen, die Lavendelsäckchen, dann tut man die einfach nur ein bisschen rumkneten. Und dann verströmen die auch gleich wieder neuen Duft und die können dann schon mehrere Monate bis zu einem Jahr auch halten. Also von daher
biete ich die auch hier für euch an. Ich habe einige für euch gemacht, eine ganze Tüte. Die werde ich dann auf meiner Webseite, findet ihr mehrere Infos dazu. Wer Interesse hat, die werde ich dann auch an euch weitergeben bzw. auch verkaufen. Und dann könnt ihr auch davon profitieren an den Lavendelsäckchen, die ich herstelle. Also einfach mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Das war wieder ein kleiner Beitrag von mir für euch, damit auch ihr wieder einen kleinen Schritt Richtung Selbstversorger gehen könnt und einfach die Sachen, die in der Natur wachsen, für euch kostenlos zur Verfügung gestellt werden, damit ihr nicht unbedingt im Supermarkt oder am Discounter einkaufen müsst und wieder Geld ausgeben für irgendwelche Pflegeprodukte, wenn ihr die entsprechenden Sachen oder beziehungsweise die Ressourcen auch in der Natur findet. Vielleicht kann man auch aus dem Lavendel irgendwie eine Lavendelseife herstellen. Ich weiß es nicht, vielleicht sind da sehr viele Leute kreativ und versuchen es ja auch einmal. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, Kanal kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken und auch einen Kommentar hinterlassen. Alles für den Algorithmus, damit meine Videos weiter verbreitet werden. Bin dafür auch an euch angewiesen. Also von daher, wenn euch meine Videos gefallen und mein Kanal, damit es weiter verbreitet wird, gerne diese ganzen Sachen auch machen. Wer mich weiterhin unterstützen möchte, gerne an meiner Webseite vorbeischauen, bietet dort Kurse an, Coachings, auch eigene Produkte, wie zum Beispiel eingekochte Sachen für den Winter. Also könnt ihr auch euren Vorrat an Apfelmus, Tomatensoßen, Tomatensugo, Zucchini, Tomatenketchup und vieles mehr abstauben. Gerne unten in die Beschreibung schauen. Genauso wie das eigene Saatgut, was ich auch an euch anbiete. Wir haben 50 verschiedene Tomatensorten, Melonensorten, Gurkensorten, Auberginen, Salate, Blumen, auch alles unten verlinkt. Und wer mich einfach so unterstützen möchte auf freiwilliger Basis, kann es gerne machen per Banküberweisung oder PayPal. Findet ihr, wie gesagt, alles unten verlinkt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.